Hallo liebe Radfreunde, nun nehme ich mich mit auf dem zweiten Teil meines Videos über Cavallino Treporti auf die Lagune. Wir fahren jetzt als erstes von Treporti weiter Richtung Mesolo. Lassen Sie sich einfach mal von der Landschaft inspirieren. Es ist etwas ganz anderes, als was man hier in Deutschland sehen würde. Auch nicht vergleichbar mit Nordsee oder Ostsee. Der Hauptvorteil ist natürlich, dass wir hier immer wieder nur schönes Wetter hatten und ganz selten mal Regen. Ganze Regentage erlebe ich eigentlich nur ganz selten. Ich hoffe, dass mein Video Anregungen gibt, dass ihr auch mal Lust habt, in diesem Bereich Fahrrad zu fahren. Hier biegen wir ab in Richtung Mesolo Lio Piccolo und ich fahre als erstes hier in Richtung Mesolo. Ihr seht, es sind hier viele Radfahrer unterwegs, die trotz 30, 35 Grad Freude haben, hier einfach mal Fahrrad zu fahren. Auch Elektroscooterfahrer sind hier unterwegs, wie ihr seht. Jetzt sind wir in Mesolo angekommen. Aber noch geht es ein bisschen weiter. Jetzt geht es zunächst zurück, weil es gibt hier keinen Rundkurs, sondern nur Stichstraßen. Und hier biegen wir jetzt ab Richtung Lio Piccolo. Und nun kommt das Highlight, diese Landschaft von oben. Genießt es einfach. Mir hat es viel Freude gemacht. Thank you.
So, ich hoffe, ihr hattet euch richtig drüber gefreut, wie es so aussieht. Jetzt geht es weiter Richtung Leo Piccolo. Auch hier gibt es wieder kleine Brücken und kleine Kanalgräben, wo auch das Wasser entsprechend gesteuert werden kann. Immer wieder gibt es hier mal einen Eindruck, wie die Häuser aussehen. Eine interessante Kirche. Jetzt sind wir in Leo Piccolo angekommen. Zurück geht es jetzt wieder Richtung Trepanti. Jetzt verlassen wir Trepanti und kehren wieder auf der Seite von Casavio zurück. Hier geht jetzt die Straße weiter Richtung Cavallino. Hier ist mal ein Stück, wo kein extra Radweg vorhanden ist, aber es ist was ganz Tolles im Bau. Und darüber werde ich dann im dritten Teil berichten. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim dritten Teil wieder mit dabei. Bitte denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich auch zu bewerten. Ob positiv oder negativ, ich freue mich über jede Bewertung.